Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von The Bachelorette. Sind ihr ready? Yeah! Gut, dann würde ich euch jetzt mal den Marcel vorstellen. Den kennt ihr bis jetzt noch nicht. Leute streiten sich um Zimmer. Aber wenn der Macher hier ist, ist gar kein Problem. Super, Marcel. Dann tun doch du am besten mal einteilen, wer wo schläft. Du schläfst Pool, du schläfst auf der Bank, du schläfst auf mein rechter Ei, wenn ich will. Okay. Ist gut. Ist gut. Ja? Jawohl, gehen wir doch mal ein bisschen zu einem lieberen Kandidaten. Luca hat nämlich ein Geschenk für Julia. Ich komme wirklich von Herzen, weil du hast es verdient, denn du hast in dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, in meinem Herzen geschlafen. Auch der andere möchte Julia ein bisschen näher kennenlernen. Nur bei ihm ist das Problem, er weiss, glaube noch nicht so richtig, dass Salsa nicht nur ein Chips-Dip ist. Machst du Sport? Tanzen. Okay. Also Salsa tanzen. Ja. Salsa tanzen? Ja. Salsa tanzen? What the fuck? Ich wollte euch tanzen sehen! Also Jungs, nicht so viel Holter die Polter. Ein bisschen mehr Travolta. Giuliano, von dir haben wir bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Möchtest du nicht auch vielleicht mittanzen? Nein. Okay. Wenn man weiss, dass man etwas nicht kann, muss man es ja auch nicht probieren, oder? Der etwas hüftsteife Heinz versucht Julia auf eine andere Weise zu beeindrucken. Top. Danke für den. Bitte. Am Abend hat Julia ihr allererste Einzeldate mit dem Angelo. Und ich bin so richtig cringe, weil sie einfach beide nicht wissen, was sie sagen. Zum Wohl. Zum Wohl. Angelo, erzähl doch mal, wie gefällt sie dir denn, Julia? Julia hat definitiv die Ausstrahlung, die mir extrem wichtig ist. Sie hat sie sogar übertroffen. Deutsch ist manchmal einfach ein Hindernis. Also Erwartungen kann man übertreffen. Ausstrahlung hat man oder hat man nicht. So, bis nächste Mal vielleicht. Am nächsten Tag steht eine Bootsparty an. Peter, erzähl. Also ich habe mega Bock, Julia wiederzusehen. Nach dieser Poolparty sind wir wieder mal nackig unterwegs. Also könnte wieder lustig werden. Ist sicher lustig, aber könnte auch peinlich sein. Stimmt, ganz vergessen, beim Peter geht es ja nur ums Äußere. Sonst, André, machst du schnell das Wetter. Vorhersage. Wir sind jetzt mitten im Meer auf einer Yacht gelandet. Das Wetter ist richtig warm, mit einem rechten Lüftchen dazu. Es kann richtig toll werden. Endlich sehe ich Julia wieder. Ich freue mich, jetzt zu sehen. Und das Windchen, das an diesem Tag weht, bringt ihn natürlich wieder auf eine ganz tolle Idee. Ich denke, wir könnten vorne zusammen auf die Reling stehen, wenn du mutig genug bist. Okay. Und dann machen wir Titanic nachher zusammen. Ja, sicher. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ich helfe dir einfach aufstehen. Ich auch nicht. Gleichzeitig in der Villa ist der neue Kandidat Kevin angetroffen und zu seinem Pech lernt er den Marcel als erstes kennen. Wo kommst du her? Neverland. Neverland. Mein Name ist Poseidon. Gott des Meeres. Und das, dieser Typ ist wirklich der losteste Typ, den wir heute hatten, neben Prinz Markus. Kann man das Schluss? Ja, wollen wir das Schluss, oder? Zum Glück hat meine Kamera erst am Schluss den Geist aufgegeben. Auch der Kevin hat noch ein bisschen Mühe mit dem Deutsch. Denkst du, kannst du deiner Meinung nach hier bieten? Ja, da muss ich jetzt da nicht offenlegen, weil sonst spiele ich eure Karte, oder? Ich bin eigentlich sehr intelligent dann. Und wenn du den Kommentar zu der nächsten Folge nicht verpassen möchtest, dann du doch einfach abonnieren und wir sehen uns schon gleich. Ich hoffe, das hat bald ein Ende.